Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir dürfen heute am dritten Ostersonntag, also in der Osterzeit, ein Evangelium hören, wie Christus sie immer tiefer hineinführt in den Osterglauben, dass sie wirklich von Herzen glauben. Und es ist so, dass sie von Jerusalem weg müssen. Er sagt, er geht nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. In Jerusalem war Blut, Verfolgung, Kreuz. Es war der Untergang letztlich für die Jünger. Ein totaler Zerbruch durch das Kreuz, durch das Leiden Jesu Christi. Sie konnten mit dem nichts anfangen. Und sie waren geschlagen von dem Skandalon des Kreuzes. Das heißt, von dem Ärgernis des Kreuzes. Es ist wirklich so, der Meister ist tot, aber er ist ihnen letztlich am Ostertag schon erschienen. Zuerst den Frauen, dann Simon, dann den Zweien, den Emmaus-Jüngern und dann wieder allen Jüngern zusammen. Und dann dem Thomas, dem ungläubigen Thomas, die letzte Woche, der zweite Ostersonntag, letztlich, wo dieses Evangelium am Barmherzigkeitssonntag gelesen wurde. Und jetzt schickt er sie nach Galiläa. Sie müssen weg, einmal Abstand gewinnen, ganz, ganz wichtig. Manchmal, wenn das Kreuz zu schwer wird, musst du heraus aus dem Druck. Und sie mussten von Jerusalem weg, weil dort hat sich alles zusammengeballt. Dort war die Erlösung, dort war der Kampf der Hölle gegen den Sohn Gottes und er hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Aber doch sitzt das ganze Kreuz und diese Brutalität, die Gefangennahme, die Geißelung, die Dornenkrönung und die Kreuzigung ihnen in den Knochen. Und sie haben sich nur noch verschlossen und jetzt schickt er sie weg, dass der Druck weggeht. Und zwar genau dorthin, wo es begonnen hat. Was hat dort begonnen? Der galiläische Frühling, um den See Genezareth, um Kapharnaum herum, um bei den Städten, da war dieser Frühling, der messianische Aufbruch, Wunder und Zeichen geschehen, die Leute sind massenweise gekommen mit Kranken aus dem Libanon, aus Syrien, aus dem Zwölfstädtegebiet, überall haben sie die Kranken hergebracht und noch aus dem ganzen Judenland haben sie die Kranken hergebracht und der Herr hat alle geheilt. Er war bei Petrus im Haus und sagte, das ist mein Haus. Und er ging nach Hause. Er hat letztlich den Wohnsitz aufgeschlagen in Kapharnaum. Das ist die erste Kirche. Du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jetzt führt er sie wieder zurück an diese Leichtigkeit der Aufbrüche, der messianischen Aufbrüche, dort, wo es begonnen hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder in der Liebe zurückgeführt werden, wenn es in der Ehe schlecht wird, dass du zurückgehst, wo es mal ganz gut geht, dass du als Priester zurückgehst, wenn du in der Krise bist, dort, wo es mal gut war und wieder Luft holen kannst. Wenn du vielleicht im Glauben eine Krise hast, dann geh zurück dort, wo es wunderbar funktioniert hat. Wenn du vielleicht Gott verloren hast und hast keinen Bezug mehr zu ihm, dann geh wieder zurück. Und wenn das Kreuz zu sehr drückt, dann gibt uns Gott eine Ruhephase. Er will uns wieder aufbauen, weil wir eben Menschen sind und keine Superleute oder Superman oder sonst irgendwas, der im Fernsehen gezeigt wird, so absolut abgehobene Menschen, denen nichts angehaben werden kann. Nein, das ist nicht der Fall. Wir sind schwach und hinfällig. Und das Schöne ist, dass Gott uns aufbaut. Er schickt sie dort wieder hin, kein Druck. Vielleicht bekommt es die jetzt so langsam mit, dass er gestorben ist. Es verbreitet sich, aber hier ist kein Druck, keine Verfolgung. Und Petrus natürlich sagt zu den anderen Jüngern, ja, was soll er tun, er war so lang weg, jetzt ist alles vorbei, der Meister ist nicht da, ist zwar auferstanden, ich gehe fischen. Das ist mal gut, gell? Er beginnt bei dem,
was er einstens getan hat. Und wir wissen, was Jesus dort schon alles getan hat, wie er zu ihm gesagt hat, geh hinaus, duck in Altum, fahr hinaus. Und Petrus sagte, auf dein Wort hin. Wir haben zwar die ganze Nacht nichts gefangen. Und es ist unmöglich am Tag, dass wir Fische fangen, weil die Fische am Tag so tief unten sind. Nur in der Nacht sind sie an der Oberfläche. Es ist also unmöglich, am Tag etwas zu fangen. Unmöglich. Und Petrus sagte zu Jesus, weil er ihn lieb hatte, auf dein Wort hin fahre ich nochmal hinaus. Und sie warfen die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus und fingen eine solche Menge Fische. Und dann fiel der Petrus vor Jesus nieder, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, als er das sah. Und jetzt macht er wieder das Gleiche, er geht fischen mit den anderen Aposteln. Er muss natürlich die Familien versorgen, er hat ja eine Ehefrau gehabt, der Petrus. Und sie sind fleißige Leute und sind immer gewohnt gewesen zu arbeiten. Sie beginnen letztlich in ihrer Unbeholfenheit mit dem, was sie immer gemacht haben. Sie wissen eigentlich noch gar nicht, wie es geht, dieses Menschenfischen. Wie Jesus gesagt hat, ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Deswegen beruft er auch Fischer, weil wir sollen Menschen fischen für Gott, fürs Reich Gottes. Einen besseren Berufszweig kann er gar nicht wählen, wie Fischer, weil alle werden letztlich, wenn sie in Christus sind, Menschenfischer, weil der Menschenfischer in uns Platz nimmt und der Menschen fischt in uns. Aber sie müssen wieder ein Wunder sehen, dass sie jetzt aufhören mit dem normalen Fischen, sondern jetzt beginnen mit dem Menschenfischen. Hinausgehen. Wie er gesagt hat, dann am Ende, als er in den Himmel auffährt, geht hinaus in die ganze Welt. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Und da braucht es wieder Wunder, und dass das ganz tief in den Jüngern, in den Aposteln gegründet ist. Jetzt habe ich euch von den Fischen weggeholt im See Genezareth. Jetzt werdet ihr alle Fische in der ganzen Welt fangen, alle Menschen. Für das Reich Gottes. Und da muss ein Wunder geschehen. Und das gibt auch Jesus. Er kommt wieder. Sie haben nichts gefangen. Gott hat es wahrscheinlich so gefügt. Wieder, wenn wir ohne Jesus fangen und auf den Fang gehen, sind unsere Netze leer. Aber wenn Jesus kommt, Kinder, schon die Anrede von Jesus, Kinder, habt ihr nichts zu kein Fisch gefangen. Habt ihr nichts zu essen? Nein. Dann werft die Netze auf der anderen Seite aus. Sie machen es einfach. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, warum. Vielleicht ahnen sie schon, es ist der Herr. Aber Johannes spricht es dann aus und sie werfen es aus. Und haben so viel Fische in dem Netz, dass es zu bersten droht. Und dann sagt eben der Lieblingsjünger, der immer den Meister erkennt, die Liebe erkennt den Geliebten. Es ist der Herr. Und Petrus, der Ungestümte, der ihn dreimal verraten hat, muss etwas gut machen und springt in den See, tut sich zuerst das Gewand drüber, weil er nackt war, im Oberkörper nackt war, und springt in den See und schwimmt zu ihm. Die Liebe drängt ihn. Diese Verleugnung hat eine so große Liebe in ihm wieder entfacht, dass er zu ihm geht, sogar vor dem Lieblingsjünger. Und er sieht ein Kohlenfeuer auch Brot, aber der Herr sagt, geh, Petrus, und zieh das Netz an Land. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir dürfen nie alleine auf den Fischfang gehen. Immer mit dem Petrus. Und der Petrus zog das Netz an Land. Immer in Verbindung mit dem Petrus. Nicht ohne den Petrus. Wenn manche meinen, ohne den Papst unterwegs zu sein und ihn zu ver,
verleugnen oder egal, wenn es auch schwache Päpste in der Kirchengeschichte gab, die jetzt nicht gerade so eine gute Figur abgegeben haben, trotzdem immer mit dem Papst. Und nur mit dem Papst, mit dem Petrus, werden wir die Netze voll haben. Und der Petrus zieht sie an Land. Und das Netz zerriss nicht. Was ist das Netz? Es ist das Wort Gottes, das alle Menschen umfängt und bringt den Menschen das ewige Leben. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt oder verurteilt, heißt es im Griechischen. Kann nicht gerettet werden. Das ist das Netz des Wortes Gottes, das sie in der Hand haben, das sie in Liebe auswerfen, um jeden Menschen zu fischen für das Reich Gottes, dass der Mensch letztlich den Glauben an Christus gewinnt. Denn es ist nichts wichtiger, wie das Wort Gottes zu verkünden. Das ist die wichtigste Aufgabe, weil das rettet Seelen für den Himmel. Das gibt ewiges Leben. Wer mein Wort annimmt, hat das ewige Leben. Deswegen müssen sie die Fischerei verlassen und in die Menschenfischerei gehen, um jetzt Menschen zu fischen. Und das ist angedeutet in dem, wurde uns auch vom Guide in Israel gesagt, die 153 Fische, das war eine Weise, wie man meinte, dass es jetzt 153 Arten Fischen gibt. Und alle waren dabei. Und so fischt der Petrus mit den Seinen. Aber wenn Jesus es sagt, wenn Jesus sagt, dann geh, dann wird das Netz voll sein. Wenn du auf eigene Faust gehst, wird es nicht voll sein. Aber wenn Jesus sagt, wirf jetzt die Netze dort aus, dann werden sie prallvoll sein. Und das heißt, das Netz der Kirche, das Wort Gottes ist so stark, dass es alle Menschen fischen kann. Alle Nationen, Rassen, Völkern und Sprachen, egal was, alle Fische, alle Arten von Menschen werden berührt vom Wort Gottes und sind jetzt eingeladen, dass sie von Petrus und von den Seinen, von den Aposteln und allen Helfern und Priestern und alle, die in der Kirche arbeiten, dass sie die Menschen fischen. Ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Und der Herr lädt sie ein zum Mahl. Das können wir eben nicht ohne die Eucharistie. Deswegen das Mahl. Der Fisch, der ein Bild ist für Christus. Du musst Christus essen. Christus muss in dir Platz nehmen, der Menschenfischer schlechthin. Dann wirst du fruchtbar. Wer in mir bleibt, bringt reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Menschenfischer, der eigentliche Fischer sind nicht wir, sondern der Menschenfischer in uns. Jesus ist der Menschenfischer, der Platz genommen hat in uns. Und mit ihm zusammen oder er mit uns als kleines Werkzeug wird das Werk des Fischens in der ganzen Welt gelingen lassen. Und es werden überall Menschen hineinkommen in dieses Netz, das er auswirft. Es ist sein Wort. Und sein Wort ist eine Kraft. Und da, wo es hinkommt an die Herzen, da sind sie schon in den Netzen drin. Nicht, dass sie gefangen werden zum Tod. Nein, sie werden gefangen von der Liebe Gottes in die Freiheit hinein. Denn wenn Christus befreit, der ist frei. Denn wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes befreit. Nicht zur Sklavenschaft. Das geschieht durch den Teufel. Dort sind wir im Netz des Bösen, der uns zur Sklavenschaft und zur Vernichtung und zum Tod bringt. Christus fängt uns zum Leben. Und das will er uns geben. Das können wir aber nur in der Eucharistie. Deswegen lädt er sie alle ein zum Mahl. Sie sagen nichts mehr. Denn sie wissen innerlich im Herzen, es ist der Herr. Seht ihr, und genau das will er auch mit uns tun. Es ist eine Aufforderung und eine Begebenheit, die geschehen ist am See Genezareth. Wohl auch dort bei der Primatskirche, wir waren dort im Heiligen Land, dort war das, dort war auf dem Stein gestanden, wir wissen es, wo die Treppe noch hochgeht, dort oben war er gestanden, in vielleicht an der Kapelle oder in der Kapelle,
und hat gerufen: Meine Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wir müssen essen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht und er wird Menschen fischen. Ohne ihn geht es nicht. Das ist die Botschaft für die Kirche schlechthin. Manche meinen, ohne Christus zu fischen, auf menschlicher Weise, auf humaner Weise, und dass man ein bisschen gut untereinander ist. Nein, da kommt nichts raus und die Netze sind leer. Das kann auch die Welt tun, ein bisschen gut sein zueinander. Wir sind zu Größerem eingeladen, dass sie wirklich zum Glauben kommen an Christus und dann verwandelt werden in ihn, nicht in einen so ein bisschen guten Menschen, ein bisschen sozial, ein bisschen human, dass man letztlich so das Christentum abdegradiert zu einer Schunkelpartie in einem Gutsein- oder Wohlfühlreligion. Nein, hier geht es um die Verwandlung in Christus und dass Christus Platz nimmt in uns. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und dann bringen wir reiche Frucht. Da werden die Netze voll sein. Und das geschieht oft einmal nicht mehr. Wir werden nicht mehr so richtig erzogen, dass Christus wirklich in uns Platz nimmt. Und dass er bleibt innen drin. Dann kommt automatisch die Frucht. Weil nicht wir bringen die Frucht hervor, sondern der Herr in uns selbst, weil er bleiben darf. Dann bringt er die Frucht hervor. Und die Netze werden prallvoll sein. Amen.